Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video das Eisenbahner wird angekündigt. Man sieht's, Start ist der 16.08.2016 und es endet am 23.08.2016. Das Spiel wird Konflikt sein, also nicht Kontrolle, sondern Konflikt. Und man kann rüstungstechnisch den Helm und die Brustrüstung bzw. den Brustschutz ergattern. Die PlayStation-exklusive Rüstung wird der Helm sein, wie man hier sehen kann. Waffentechnisch wird man die Schrotflinte holen können, das heißt Leute, die die Schrotflinte noch nicht haben, in diesem Eisenbahner gibt sie. Und die zweite Waffe, die Handfeuerwaffe. Auch hier, wer sie noch nicht hat, in diesem Eisenbahner kann man sie holen. Dann an dieser Stelle noch einen wichtigen Hinweis. Normalerweise startet das Eisenbahner um 19 Uhr unserer Zeit. Jetzt ist es aber so, dass am 16. August noch Wartungsarbeiten stattfinden von Destiny. Das bedeutet, dass es um etwa zwei Stunden später losgeht. Das heißt, erst um 21 Uhr wird man dann mit dem Eisenbahner starten können. Nicht, dass sich dann die Leute um 19 Uhr aufregen, warum fängt das noch nicht an und so, Update. Naja, die haben dann halt noch Wartungsarbeiten. Wie man hier sieht, man kann sich dann im Livestream von Bungie ein bisschen die Füße vertreten. In der Beschreibung unten ist da alles verlinkt. Ebenfalls auch der Link zu bungie.net, von da, wo ich die Info eigentlich habe. So, gut, das war's auch schon. Das ist einfach ein kurzes, knappes Ankündigungsvideo, dass das Eisenbahner dann startet am 16.08. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Lasst ein Like da, wenn es geholfen hat. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.